Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben letztens doch mal Chips getestet, das ist bestimmt schon 200 Jahre her. Da gab es aber auf jeden Fall diese Special Edition von Chio, diese Chips mit Terenzil auf der Vorderseite. Die Tüte ist schon 100.000 Jahre alt, so fühlt sie sich zumindest an, total verkrüppelt. Ich habe die damals gegessen und habe mir extra nochmal von beiden, vom Bad auch, nämlich nochmal eine Tüte geholt. Einfach so als Andenken zum Aufheben, zum Sammeln. Das war also eine richtig gute Sorte, die hat mir richtig gut geschmeckt. Terenzil, Spicy Chicken Geschmack. Fand ich genial und hinten war ja auch die Werbung drauf, dass es natürlich auch die von Bud Spencer gibt. Die haben wir damals auch getestet. Das seht ihr dann hier. Die Chips mit Bud Spencer drauf, auch von Chio, auch natürlich die Limited Edition Bud Spencer Baked Beans Geschmack, also gebackene Bohnen. Und Chio ist natürlich schlau, wenn die schon Bud Spencer und Terenzil auf eine Chipstüte packen, haben sie sich gedacht, mit was können sie die Leute noch abziehen. Jetzt haben sie Sylvester Stallone rausgefischt und haben Chips veröffentlicht, auch in der Special Edition von Chio mit Sylvester Stallone drauf. Das ist der Rocky Balboa Pizza Philly Style. Pizza Philly. Und probiere auch die zweite schlagkräftige Sorte. Apollo Creed LA Burger Style. Hier also Pizza und hier also Burger. Denn den Apollo haben wir auch hier dabei. Auch als Special Edition Apollo Creed mit seiner LA Burger Style Variante. Der Burger sieht auf jeden Fall sehr gut aus, sehr saftig. Die wollen wir auch mal probieren und ich habe schon einiges im Internet gelesen, also der Schwarze soll nicht so gut schmecken wie der Weiße und ob das jetzt rassistisch ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, da probieren wir zuerst mal den Schwarzen, nämlich den Apollo Creed mit seinem LA Burger Style. Außerdem habe ich Geburtstag dann die Woche, vielleicht probiere ich nur einen, dann nehme den Rest mit, biete den dann den Gästen an. Freuen sich bestimmt, da muss ich nicht so viel Chips essen, aber eigentlich mag ich ja solche dünnen Chips gar nicht, wenn, dann müssen das Tortillas sein oder wenigstens geriffelt, wenn die immer so dünn sind, dann kann ich damit eigentlich nichts anfangen. Riecht auf jeden Fall wie Pombeer-Ketchup, keine Ahnung, irgendwie süßlich, säuerlich gleichzeitig. L.A. Burger Style. Diesen Pombeer-Ketchup-Geschmack, den ich jetzt erwartet habe, der bleibt auch aus. Ist undefinierbar, keine Ahnung, was das sein soll. Ihr merkt wirklich einen süß, einen richtig aufdringlich süßlichen Geschmack. Und wie so eine Art Schlagsahne, süße Sahne. Jetzt schmeckt es gerade wie Gelee-Banane. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Habe ich auf jeden Fall mit was ganz anderem gerechnet. LA Burger Style. Die müssen eigentlich voll reinhauen, aber die schmecken wie irgendwelche veganen, abnehmen, fettreduzierten Chips mit irgendwelchen süßlichen Limettenzeugs. Auch wenn ihr mehr davon nehmt mit einmal, da kommt einfach nichts durch. Muss ich sagen, bin ich etwas enttäuscht. Fand ich auf jeden Fall den Terrence mit seinen Spicy Chicken viel genialer, genauso wie die Baked Beans von Bud Spencer. Die haben reingehauen. Die zwei, naja, die Hälfte enttäuscht jetzt schon. Also, was soll das noch werden? Ob der Sylvester Stallone da jetzt noch was retten kann? Wir sind aber gespannt. Apollo ist ja eh nicht der Hauptdarsteller, sondern der Rocky. Deswegen machen wir mal den Rocky auf. Ist Pizza wirklich besser als Burger? Hier riechen wir rein, das riecht schon ein bisschen, auf jeden Fall nicht süßlich, auf jeden Fall irgendwie total muffig. Pizza Philly Style, muffige Pizza. Wir probieren hier einfach mal, da sehen wir aber auf jeden Fall,
Der so viel auf jeden Fall immer zu. Ihr habt ja ganz viele schwarze Punkte auf dem Chip. Der andere war eher nackig, da war gar nichts drauf. Wirkt im ersten Moment auch etwas knuspriger. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das nach Pizza schmeckt. Aber es hat auf jeden Fall einen interessanten Geschmack. Viel besser als die Apollo Chips. Also damit wirklich kann ich nicht wirklich was anfangen. Die isst man halt so nebenbei. Aber hier habt ihr auf jeden Fall einen richtigen Geschmack dabei. Es ist kräftig, das ist würzig. Könnt ihr trotzdem, glaube ich, vergleichen, wenn ihr solche, gibt es ja manchmal so Käsestangen und auch so Stangen mit so Pizzageschmack, die haben auch so eine ähnliche Note dabei, nur dass es hier halt knuspriger ist. Und wenn ihr da mal mehr isst, euch die ganze Hand reinhaut, so merkt ihr, wie der Geschmack sich auch breit macht, wie das richtig schön würzig ist. Also die finde ich genial, die finde ich gut. Die Rocky Balboa Chips, Pizza Philly Style, würde ich sogar nochmal kaufen. Aber die anderen, Apollo, das ist rassistisch, der schmeckt nicht, den will keiner, geh bloß weg damit. Habt ihr die auch schon mal probiert? Habt ihr den Apollo schon mal in den Mund genommen? Oder den Sylvester Stallone, deswegen guckt er auch so verdröppelt. Habt ihr die schon probiert? Würdet ihr die mal gern probieren? Und vor allem habt ihr damals die Bud Spencer Terence Hill Chips probiert? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ist eure Meinung dazu? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.